Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Unboxing-Video hier auf YouTube und ich starte direkt mit den Originalen und zwar mit den Micro Machines. Ja, sie sind zurück, die Micro Machines. In den 80ern ein großes, kleines Ding oder wie der neue Slogan so schön sagt, denke groß und spiele klein. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, ich bin Max. Ich werde euch eine super Geschenkidee heute mitgeben, die für jeden Jungen, aber auch für jedes Mädchen natürlich super viel Spaß bereiten wird. Von daher, lasst uns direkt mal starten. Micro Machines, das sind die Mini-Autos in der Größe von 1 zu, naja, knappen 100, würde ich sagen. Und diese wurden von Galoob produziert, später von Hasbro aufgekauft und jetzt sind sie wieder da. In der mittlerweile 5. Neuauflage, glaube ich. Meine ersten Erfahrungen mit Micro Machines hatte ich, als ich eine Werbung gesehen habe, Ende der 80er, wo eine Waschstraße beworben wurde. Und die fand ich total cool, weil man da mit so einem Rädchen das Auto durch die Waschstraße durchgedreht hat. Das war alles so realistisch, aber so winzig klein. Und man konnte die Spielsets zusammenpacken und mitnehmen. Habe ich mir gewünscht, eine Waschstraße habe ich bekommen, ein Wachscenter. War auch sehr cool. War aber nicht das, was ich mir tatsächlich gewünscht hatte und hatte nur eine Garage, in Anführungsstrichen. Tja, und nun stehe ich hier, oder sitze ich hier besser gesagt, und viele, viele Jahre sind ins Land gegangen und ich dachte mir, ich schaue nicht richtig, als ich auf der Website meines Einzelhändlers des Vertrauens nachschaue und sehe, da gibt es ein super neues Spielset von den Micro Machines. War auch ein bisschen günstiger oder vergünstigt. Und da dachte ich mir natürlich, muss ich mir sofort bestellen und mal schauen, was das Ganze kann. Und kann ich dann natürlich auch direkt weitergeben. Ich spiele vielleicht auch selbst damit, aber auf jeden Fall auch mit meinem kleinen Sohn. Der ist 2,5 und da bin ich mal gespannt, was er dann dazu sagen wird. Zu den Micro Machines und zu den Micro Machines Spielset. Lass uns doch mal direkt auf den Karton schauen. Ich habe das Ganze, wie gesagt, bei meinem Online-Händler des Vertrauens bestellt und der hat mir eine Original-Box geschickt, wo das Ganze drin verpackt ist. So, schauen wir uns mal gleich direkt an, was da alles so draufsteht. Also, erstmal super, super wichtige Info. Der Hersteller hat sich geändert. Ich habe ja gesagt, Hasbro hat Galoob aufgekauft. Jetzt mittlerweile hat sich Jazzwares die Lizenz von Hasbro gesichert. Also Hasbro ist immer noch der Besitzer von der Micro Machines Lizenz. Jazzwares hat aber gesagt, hey, wir geben euch ein bisschen Kohle und machen noch mehr Kohle draus sozusagen und wollen damit auch die Kids und natürlich auch Sammler aus der heutigen Zeit damit glücklich machen. So, was steht hier alles drauf? Jazzwares GmbH. Das ist die Firmierung der deutschen Jazzwares Niederlassung. Dann haben wir Item, also das ist das Produkt. MMW, also Micro Machines World, würde ich mal sagen, 0042. Item Name, das ist der Name. Wieder MMW, also MMW, Micro Machines World. Large Playset. So, und hier haben wir schon den Namen. Dieses Spielsets Super Van City. Und Super Van City gab es tatsächlich auch schon Ende der 80er, Anfang der 90er in mehreren Neuauflagen. Das schauen wir uns einfach mal kurz an. So sah das früher aus. Natürlich sehr oldschool, wenn man bedenkt, in den 80ern gut passend dazu. Case Quantity One Piece, also in dem Karton ist ein Stück drin. Karton Number 331 von 6080. Wow! Würde mich mal interessieren, wie viele da insgesamt produziert wurden. Also das denke ich mal jetzt für den deutschsprachigen oder vielleicht auch europäischen Raum. 6080 Super Van Cities und ein Datecode, der ist auch wahrscheinlich firmenintern. So, das ist es erstmal. Hier haben wir noch das Firmenlogo von Jazzwares. Jazzwares ist bekannt als Actionfigurenhersteller, war schon vor zig Jahren super aktiv. Jetzt haben sich zum Beispiel Wicked Cool Toys, das ist noch eine andere Firma, unter den Nagel gerissen und produzieren unter anderem Wrestling-Figuren, aber auch natürlich Jungs- und Mädchenspielzeug und dementsprechend passt da Micro Machines natürlich super auch mit rein. Ja, und der Karton ist gar nicht mal so klein. Bringen wir das Ganze mal. Also hier natürlich ja, Prime-Banderole drumherum und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einfach mal auf. So, dann lass uns doch mal direkt starten und ich mache das Ganze mal ganz vorsichtig auf. 1, 2, 3 und hier drüben auch. Und
anschauen. Wir uns das aber jetzt die Spielset an. Und hier ist zur Sicherheit auch nochmal eine Pappe drin. Das ist schon mal sehr gut. Und ihr seht schon, was hier zum Vorschein kommt. Ein riesiger Van. Boah, sieht das riesig aus. Und vor allen Dingen im Gegensatz dazu diese drei kleinen Micro Machines. Wow, ich bin super hyped und ich hoffe, ihr seid es auch. Hier ist der Van Super Van City. Sieht schon mal sehr cool aus. Riesiges Teil. Sehr offen verpackt, muss man auch sagen. Das heißt, wenn ihr natürlich im Spielwarenhandel eures Vertrauens kauft, dann müsst ihr natürlich darauf achten, dass er vielleicht noch nicht allzu viele Kratzer hat, allzu angetouched ist. So, was haben wir hier alles zu stehen? Hier natürlich einmal Super Van City in verschiedenen Sprachen. Das heißt, wir haben die europäische Variante des Spielsets. Da steht ab 4 Jahre. Gut, mein Sohn, der ist jetzt ein bisschen jünger, der ist wie gesagt 2,5. Aber schauen wir mal, wie er damit zurechtkommt und ob ihm diese kleinen Fahrzeuge, hier steht auch 3 Fahrzeuge, Exclusive Vehicles, das heißt, die gibt es wirklich nur exklusiv in diesem Spielset. Die gibt es so in der Form und Farbe zumindest, nicht in irgendwelchen anderen Sets oder einzeln zu kaufen. Schauen wir uns mal das Logo an von Micro Machines, das hat sich auch ein bisschen verändert. Ist ein bisschen schnittiger geworden, ein bisschen zeitgemäßer. Wir können uns ja nochmal das alte anschauen. So sah das Originallogo aus. Hatte in der Zwischenzeit auch ein paar Mal gewechselt. Also Hasbro hatte andere Logos gebracht. Aber das finde ich schon eigentlich vom Wiedererkennungswert sehr cool. Und wie gesagt, sehr zeitgemäß. Von daher sehr, sehr tolle Sache. So, und was kann jetzt dieser Superman, der hier auch nochmal mit einer Schaufel kommt, sehe ich hier gerade. Kann man die abmachen? Nee, scheint fest zu sein. Okay. Nicht dran ziehen, nicht dran zuppeln. Eine Schaufel, sehr, sehr cool. Und was kann man aber damit machen? Und das ist das eigentlich Krasse. Und wir schauen uns mal das Bild hier unten an. Ja, das ist die Stadt. Ja, deswegen auch City, ne? Die Stadt, Super Van City. Die Stadt, zu der wir dieses Fahrzeug umbauen können. Abgefahren. So, was steht hier? Huge Play Area, also riesiger Spielbereich und das Ganze in Zentimeter, circa 60 mal 60. Das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Und 20 plus Action Zones, also mit mehr als 20 Action Bereichen. Auch sehr, sehr cool. So, auf der Seite sehen wir auch nochmal, also von dem da oben, von diesem Van in diese Spielstadt verwandelt sich das Ganze. Und wie sieht das auf der anderen Seite aus? Was steht hier noch? Super Van City. Auch nochmal in verschiedenen Sprachen. Transformierendes Spielset. Und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Lass uns einfach mal schauen, wie das Ganze hinten aussieht. Und ja, da sehen wir dieses riesige Spielset, wow, das sieht ja abgefahren aus mit 20 plus Action Bereichen, hatte ich ja schon erwähnt. Und welche das sind, lass uns mal kurz hier auf die Liste schauen, hier steht das Ganze nämlich. In der englischen Variante gibt es das auch nur wirklich auf Englisch, hier in der internationalen gibt es es in verschiedenen Sprachen. So, was haben wir denn hier alles? Also starten wir mal mit einem erweiterbaren Wolkenkratzer. Nummer 1. Lass uns mal schauen, wo ist hier Nummer 1? Sieht hier Nummer 1, Nummer 1? Ah, hier drüben ist er. Nummer 1, erweiterbarer Wolkenkratzer. Alles klar. Nummer 2, bewegliche Aufzüge. Bewegliche Aufzüge, die sind unter dem Wolkenkratzer. Hier sieht man die. Genau. Habt ihr sie gefunden? Sehr schön. Nummer 3. Schauen wir uns mal an. Hochziehbare Brücke. Ja, das ist ganz klar. Die haben wir hier. Nummer 4 ist eine Tankstelle. Ist natürlich super wichtig. Wenn man Autos hat, muss man die natürlich auch irgendwo auftanken. Die ist ein bisschen versteckt hinter der Brücke. Seht ihr das? Sehr gut. Nummer 5. Fahrzeuge starten steht hier. Launch Vehicles.
Und das haben wir hier drüben. Und zwar hier in diesem Bereich. Genau, Nummer 6. Eine Waschstraße oder Autowäsche steht hier. Autowäsche in der Nummer 6. Auch ein bisschen versteckt. Weiter hinten. Nummer 7. Eine Polizeistation. Die ist direkt hier vorne. Nummer 8. Die Feuerwehr. Also hier gibt es ja wirklich alles, was eine Stadt benötigt. Hier ist die Feuerwehr. Nummer 8. Nummer 9. Eine Rennstrecke. Und die Rennstrecke, das schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an, wenn wir sie ausgepackt haben. Die hat natürlich auch super coole Features. Nummer 10 ist ein Flughafen. Es gibt nicht nur Autos als Micro Machines, sondern es gibt natürlich auch Flugzeuge. Und da darf natürlich ein Flughafen nicht fehlen. Nummer 11, ein Bergrennen. Da sind wir wieder hier drüben. Die Nummer 11, ein Bergrennen. Nummer 12, Geländefahrten. Die sind hier. Nummer 13, eine Abrissbirne. Die haben wir hier. Nummer 14, Hubschrauberlandeplatz. Ja, es gibt auch Hubschrauber bei Micro Machines. Nummer 14, das ist hier drüben beim Flughafen. Nummer 15, 5 Straßen. Und die Nummer 16, 7 Rampen. Unter anderem ist hier eine zu sehen. So, das ist das Spielset. Das sieht ja riesig aus. Und was haben wir hier noch dran stehen? Hier haben wir zum einen, und das ist der Indikator dafür, dass Hasbro immer noch der Lizenzgeber ist, das Hasbro-Logo, natürlich das Sicherheitsgütesiegel CE. Und hier steht tatsächlich noch Wicked Cool Toys. Das war nämlich die Firma, die eigentlich sich die Lizenz für die Micro Machines geschnappt hat, bevor sie, wie gesagt, von Jazzwares dann übernommen wurde und jetzt Wicked Cool Toys und Jazzwares sozusagen eins. Wir haben auch noch Internetadressen drauf. Jazzwares.com, Jazzwares.de und WickedCoolToys.com. So, und ja, lass uns nochmal kurz die Autos anschauen, beziehungsweise die drei exklusiven Fahrzeuge, die dabei sind. Wir haben hier einen Raupenbagger. Dann einen gelben Jeep und einen grünen Sportwagen. Also mit den drei Fahrzeugen sollte man zumindest dieses Spielset schon sehr gut bespielen können. Und ja, wenn euch das hier soweit gefallen hat und euch mein Review bisher gefallen hat, dann schaut doch einfach beim nächsten Video vorbei. Und ich werde hier auf jeden Fall in nächster Zeit noch mehr Videos machen. Zum einen zu dem Spielset, aber auch zu allen anderen Micro Machines, zu aktuellen Micro Machines, zu auch den alten Sammler Micro Machines. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auf diesem Kanal. Also bitte abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Lasst gerne auch ein Like da, wenn euch das bisher gefallen hat. Oder schreibt mir auch sehr, sehr gerne Feedback, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt oder ja, was ihr vorschlagt, was wir hier auf dem Kanal uns in nächster Zeit gemeinsam anschauen können. Damit sage ich auf jeden Fall Tschüss, bis dann.